Jo, und was geht, meine Crows da draußen und alle Dragon Ball Fans? Willkommen zu einem neuen Faktenvideo. Da ich ja wieder gefragt wurde, ob ich einen anderen Charakter vorstellen kann und der erste Kommentar natürlich Dai Kaioshin war und ich den ja nur kurz angesprochen hatte in dem Kaioshin-Video, also die wahre Geschichte der Kaioshins, wollte jemand wissen, wer er denn überhaupt ist und wo er überhaupt herkommt und warum er nicht mehr da ist. Ich hatte ja kurz in dem Kaioshin-Video, hatte ich ja kurz angesprochen, was damals passiert ist vor rund 5 Millionen Jahren. Und zwar wurde ja da die Kaioshins überfallen von dem Dämonen Buu. Und ich habe mir jetzt einige Sachen rausgesucht von den Dai Kaioshin und die werde ich jetzt mal erzählen euch. Und ja, viel ist es auf alle Fälle nicht, aber das ist halt die Problematik daher, weil Buu diesen ja aufgesaugt hat, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Also, der Dai Kaioshin, Großweltkönig Gott, wird er erstmal grob übersetzt. Im Deutschen bekannt als der Groß-Kaioshin, gehörte zu der Rasse der Shinjin und wurde ursprünglich auf dem Planeten Kaioshin aus den Früchten des Kaiju-Baumes geboren. Er war zu seiner Lebenszeit der ranghöchste Kaioshin, der sowohl über das gesamte siebte Universum als auch über das Jenseits wachte. Viel ist nicht bekannt über den Dai Kaioshin, aber einige Details können wir aus der Vergangenheit trotzdem entnehmen, und zwar aus der Vergangenheit in Dragon Ball Z. Da wurde es kurz mal angesprochen von Kibito. Der Dai Kaioshin lebte einst mit den anderen vier Kaioshins des siebten Universums ein friedliches Leben auf der heiligen Welt der Kaioshins. Nachdem der Dämon Buu das Königreich betrat, tötete er drei der vier Kaioshins und kämpfte zum Schluss gegen den Dai Kaioshin, welche den letzt übrig gebliebenen Kaioshin, also Shin, der jetzt im Amt ist, ne, unser Kaioshin, beschützen wollte. Der Dai Kaioshin hatte jedoch keine Chance gegen den Dämonen, weshalb er am Ende von ihm absorbiert wurde. Nach der Absorbierung des Kaioshin nahm Buu, also der Dämon Buu, seine neue Gestalt an, die wir kennen. Durch das Absorbieren nahm nicht nur das Äußere des Buus eine Veränderung wahr, sondern auch seine Persönlichkeit. Dank der Warmherzigkeit des Dai Kaioshin war Buu nicht mehr von Grund auf böse, so konnte er sich später auch mit Mr. Satan anfreunden. Also er wurde dann zu dem dicken Buu. Ein bisschen ist auch bekannt über seine Kraft und Fähigkeiten. Der Dai Kaioshin ist nach dem Kaioshin des Südens der zweitstärkste Kaioshin gewesen. Wie der Rest seiner Kameraden soll er deutlich stärker als der Kaioshin des Ostens sein und Freezer mit nur einem Schlag besiegen können. In der Rückblende des Animes schafft der Dai Kaioshin mit seinem Angriff den Dämon Buu in einzelne Stücke zu zerfetzen, was jedoch dazu führt, dass er von ihm absorbiert wird. Er hatte auch einige Auftritte in den Videospielen, zum Beispiel Dragon Ball Z Buu's Fury, ein GBA-Spiel, ist der dritte Teil der Ableger von Dragon Ball Z Legacy of Goku. Also es gibt insgesamt drei. Zwei kamen in Deutschland raus, das dritte kam nicht in Deutschland raus, aber kann man sich per Emulator runterladen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ihr runterladen sollt, aber man kann sich halt den beschaffen, die ROM, und kann dann auf dem GBA-Emulator dieses Spiel spielen. Ist aber auf Englisch, also ihr könnt nicht auf Deutsch stehen. Dann hat er einen Auftritt in Dragon Ball Heroes als spielbaren Charakter. Und in Dragon Ball Budos Dokkan Battle ist er auch spielbar. Noch als kleinen Fakt am Ende, der Dai Kaioshin und der Kaioshin des Südens sind die einzigen der damaligen fünf Kaioshins, ausgenommen Kaioshin des Ostens, die einen Auftritt im Dragon Ball Manga haben. Die restlichen zwei Kaioshins, also Kaioshin des Westens und des Nordens, wurden im Manga nur erwähnt. Der Kaioshin heißt in der englischen Übersetzung von Fu Animation Dai Kaio, was eine Fehlübersetzung ist, da sein echter Titel Dai Kaioshin lautet und der Dai Kaio lediglich ein Titel ist, welcher von dem ranghöchsten Kaio getragen wird. Das waren alle Informationen, die ich auf die Schnelle auftreiben konnte vom Dai Kaioshin. Ich denke mal, ich habe alles erwähnt über diesen Charakter. Es ist halt nicht sehr viel bekannt, da er damals vor 5 Millionen Jahren, wie ich am Anfang schon sagte, ausgelöscht wurde oder absorbiert wurde von dem Buu. Daher ist er nicht mehr viel bekannt und davor, vor die 5 Millionen Jahren, ist halt auch sehr wenig bekannt. Man weiß halt nur, dass er aus so einer Frucht geboren wurde, wie alle Shinjins geboren werden. Und dann ist er halt aufgestiegen anhand, denke ich mal, seiner Kampfkraft und seiner Erfahrung und seines Alters vielleicht
zum Daikaioshin und hat dann über das ganze Jenseits gewacht und über das Universum 7. Und das ist halt so die Hintergrundgeschichte von ihm und was mit ihm passiert ist. Das war's auch, meine lieben Freunde, für dieses Video. Falls euch dieses Video gefallen hat, zwar ein bisschen kürzer als die anderen, aber immerhin noch informationsreich, dann hinterlasst mir doch ein Like, teilt dieses Video und schreibt von den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ich bin erstmal raus und ciao. Hold up.